Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Herzlich willkommen aus dem Geldschaustudio und ich bin heute nochmal wieder alleine und zwar möchte ich mit Ihnen einfach nur kurz Folgendes klären. Mein Buch haben Sie vielleicht alle schon bestellt, vorbestellt. Das Buch Geheimnis vom Volkshochschüler zum Millionär. Und wie soll ich sagen, ursprünglich war das einfach nur ein Buch, wo ich gesagt habe, okay, da möchte ich so ein paar Erfahrungen und Erfolgsdinge ausplaudern, die Kunden von mir und ich, die wir zusammen erlebt haben und erarbeitet haben. Und ich habe das ganze Buch Ende Oktober, das nennt sich Pre-Release, auf Amazon veröffentlicht als Kindle, also als ein elektronisches Buch. Ein Missverständnis möchte ich gleich klären. Sie müssen sich also nicht extra von Amazon oder Amazon, wenn Sie es auf Englisch aussprechen wollen, einen solchen Kindle Reader, ja, oder so etwas ähnliches wie den iPad kaufen, sondern Sie können mit jedem PC, mit jedem Mac, mit jedem Android-Telefon, also im Grunde mit jedem Smartphone, können Sie dieses Buch lesen. Und diesen Reader, den gibt es kostenlos. Den stelle ich hier unten bei YouTube auch nochmal den Link rein, dass Sie sich das runterladen können. Und dann können Sie für jetzt aktuell noch 89 Cent ab 1. Januar 2015 wird es teurer, weil dann die Mehrwertsteuersätze irgendwie verändert werden. Also wird teurer, also schlagen Sie jetzt noch zu. Und was ich aber Andi erzählen wollte, aus diesem Buch ist mittlerweile eigentlich fast ein interaktiver Kursus geworden. Ja, ein Seminar, in dem ich viele Begriffe kläre und wo Sie praktisch über einen Link sich verschiedene Videos angucken können. Ich habe es mal überschlagen, es sind mittlerweile, glaube ich, 20 Videos mit in etwa 5, 6, 7, 8 Stunden Videomaterial, wo ich gewisse Zusammenhänge mit Hintergrundinformationen versehe, was man mit so einem Video fast intensiver machen kann, als wenn ich das alles schreiben würde. Und es ist Videomaterial dort, was ich nur exklusiv meinen Lesern dieses Buches, zunächst zumindest, zur Verfügung stelle. Also von daher, hier gibt es Hintergrundinformationen. Gehen Sie jetzt auf Amazon, bestellen Sie das Buch, nutzen Sie unten den Link. So, und als Teil dieses Kurses möchte ich mit Ihnen noch eine Sache klären. Das hatte ich bisher in keinem Seminar so deutlich gemacht. Und zwar gibt es in dem Buch einen Hinweis auf eine sogenannte Teilungserklärung. Hier hinten wieder eingeblendet. Was ist die Teilungserklärung? Und zwar habe ich eine sehr schöne, einfache und leicht verständliche Beschreibung gefunden in Gabler Lexikon Baufinanzierung. Und hier wird Folgendes gesagt. Die Teilungserklärung ist die Erklärung eines Grundstückseigentümers gegenüber dem Grundbuchamt, also da werden alle Immobilien erfasst, gemäß § 8 WEG, das ist das Wohnungseigentumsgesetz, dass das Eigentum an dem Grundstück und natürlich an dem darauf befindlichen Haus in Miteigentumsteile, also Eigentumsanteile, das heißt in Bruchteile aufgeteilt wird und mit jedem Miteigentumsanteil das Sondereigentum an bestimmten Räumlichkeiten des vorhandenen Gebäudes oder von noch zu errichtenden Gebäuden verbunden sein soll. Also, das heißt Keller, Dach, Abstellböden, Garagen und ähnliches, Flure, Treppenhäuser und so weiter und so fort. Die Teilung wird wirksam mit der Anlegung von eigenen Wohnungsgrundbüchern. Ja, das habe ich in einem anderen Video schon erklärt, was Wohnungsgrundbücher sind. Dadurch ist es möglich, diese Miteigentumsanteile selbstständig zu belasten. Also
das ermöglicht Ihnen oder durch dieses Wohnungseigentumsgesetz ist es erst möglich geworden, dass überhaupt Wohnungen gekauft und finanziert werden können. Und ich will mal gucken, Inhalt der Teilungserklärung ist unter anderem Bezeichnung der konkreten Gebäudeteile, die Sonderteil- bzw. Gemeinschaftseigentum sind. Bezeichnung besonderer Nutzungsrechte, zum Beispiel eines Stellplatzes, eines Tiefgaragenstellplatzes und so weiter und so fort. Das war jetzt ein wörtliches Zitat hier aus Gardner Lexikon Baufinanzierung. Also, ganz salopp ausgedrückt, die Teilungserklärung ist im Grunde die Verfassung, ja, oder in Deutschland haben wir ja keine Verfassung, also das Grundgesetz, was die Eigentumsverhältnisse zwischen allen Eigentümern regelt. Kurzes Beispiel, Sie haben in Hamburg hinterm Deich gebaut, der Deich bricht und der Keller und das Erdgeschoss und der erste Stock laufen voll Wasser. Dann kann der oben im Dachgeschoss ja sagen, hey, bevor das Wasser hier ankommt, interessiert mich nicht, ich kann auch mit meinem Schlauchboot direkt vom Haus ablegen. Ja, das fänden Sie wahrscheinlich als Eigentümer des Erdgeschosses oder des ersten Stocks nicht ganz lustig. Ja, und würden sagen, hey, Freundchen, du zahlst hier mal für die Sanierung. Klar. Auf der anderen Seite, angenommen, was weiß ich, Sie stehen nicht hinterm Deich, das Haus ist trocken, aber das Dach ist undicht und es regnet jetzt über Wochen und Monate da rein. Wer beschwert sich als erstes? Der Eigentümer der Dachgeschosswohnung, weil es bei dem nass ist. So, dann sagen Sie im Erdgeschoss oder im ersten Stock, hey, was interessiert mich das? Ehe das Wasser aus dem Dachgeschoss bei mir unten ankommt, vergehen noch 3 Jahre. Genau, und genau dies regelt die Teilungserklärung. Also da kann der aus dem Erdgeschoss nicht sagen, bei mir ist noch kein Wasser, deswegen kümmere ich mich nicht drum. Und wie gesagt, beim Beispiel mit dem Deich kann der oben im Dachgeschoss auch nicht sagen, es interessiert mich nicht, ob der Keller vollläuft. Ja? Das heißt, das regelt die Kosten, die alle tragen. Das heißt, allen gehört anteilig etwas vom Dach, vom Keller, vom Treppenhaus, von den Stellplätzen und so weiter und so fort. Und das ist in der Teilungserklärung geregelt und gemanagt. So, das ist eine kurze, einfache Erklärung der Teilungserklärung. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und genau, dieses Video steht dann Ihnen als Lesern des Buches Geheimnis vom Volkshochschuler zum Millionär, verfügbar auf Amazon als Kindle-Buch. Wie gesagt, Sie brauchen keinen Reader, Sie können sich das so runterladen. Und viel Spaß damit. Genau, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss, tschüss. Baufinanzierung? Schütt.